So, dann läuft jetzt die Aufzeichnung. Ich freue mich, dass ihr heute mit mir hier seid und dem Timo als unserem Presenter heute zuhören werdet. Der Timo ist schon einige Jahre bei Toastmasters und war vor allem letztes Jahr VP PR und hat da einen sehr guten Job gemacht, sehr viele Aktivitäten gestartet und damit auch viele Gäste zum Karlsruher Redeclub gebracht. Und hat dann auch eine tolle Präsentation bei einem unserer COTs gegeben. Und dadurch dachte ich mir, das wäre sicherlich teilenswert, auch noch andere Leute über diese Infos und diese Taktiken, die Timo da angewendet hat, zu informieren. Und deswegen freue ich mich, dass er uns heute an seinem Wissen und seinen Erfahrungen teilhaben lässt. Hi, Hallo, Tom. Coco. Und damit würde ich sagen, Timo, ich übergebe auch direkt an dich, damit du loslegen kannst. Super. Dankeschön, Katharina, für diese Einführung. Und ich wünsche uns allen einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich, dass ihr mit dabei seid. Was erwartet euch heute? Wir gehen die Techniken und Taktiken durch, die es gibt als Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit, wie PPA, um über online Mitglieder zu gewinnen oder um sie erstmal auf uns aufmerksam zu machen. Jetzt zum Beginn würde mich aber erstmal interessieren, wer seid ihr denn alle und was ist eure aktuelle Tätigkeit, beziehungsweise in welchem Rahmen habt ihr vor, das Ganze denn danach auch umzusetzen? Deshalb gerne den Namen, vielleicht welche, ob ihr ein normales Mitglied seid, ob ihr im Vorstand aktiv seid und wenn ja, in welchem Posten, welche Rolle? Und genau, wie ihr vorhabt, dieses Wissen, das ihr nachher bekommt, denn auch umzusetzen. Ich würde vorschlagen, ich rufe jemanden auf, weil es ja immer anders bei jedem aussieht, von der Kachelung. Da würde ich sagen, Wolfgang darf mal beginnen. Ja, ich bin der Wolfgang, in der Funktion des VPPRs in Augsburg, bei den Toastmasters Augsburg. Was wir momentan haben, das ist, wir haben quasi eine eigene Homepage, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einen Instagram-Account, eine LinkedIn-Gruppe und eine LinkedIn-Seite, auch Unternehmensseite. Und gerade LinkedIn und Instagram, das ist jetzt relativ neu. Da sind wir erst am Aufbauen, dass wir auch, sagen wir mal, eine Reichweite auch bekommen. Und das, was mich jetzt besonders interessieren würde, Timo, das ist quasi, welche Erfahrung hast du da gemacht? Wie bist du wirklich auf Interesse gestoßen, sozusagen? Oder was hast du getan, was auf eine Resonanz erzeugt hat? Und wo ich selber persönlich noch ein bisschen unschlüssig bin, das ist YouTube. Ob du auch mit YouTube Erfahrung gemacht hast? Alles klar, Dankeschön. Würde ich vorschlagen, darf die Christina weitermachen? Hallo und guten Abend nochmal zusammen. Mein Name ist Christian Lemke und ich bin Mitglied bei den Ulmer Redespatzen. Mitglied bin ich erst seit noch nicht mal einem Jahr, aber man hat mich doch auch schon zum VPPR gewählt, als es jetzt dann beim Toastmasters-Jahreswechsel oder darum ging, neue Rollen zu vergeben. Wir haben auch eine Webseite, die wir uns mit dem Nachbarclub in Ulm teilen, nämlich den Danube Sparrows. Das ist ein englischsprachiger Club, wir sind der deutschsprachige Club. Ich denke, unsere Webseite, gerade auch der deutschsprachige Teil, ist im Moment noch sehr textlastig. Ich würde es gerne etwas auflockern und damit ansprechender machen. Dazu pflege ich jetzt die Facebook-Seite, aber es gibt auch schon aus vergangenen Jahren einen Twitter-Account oder einen Instagram-Account, bei dem schon länger nichts mehr passiert ist, aber ich möchte die eigentlich nicht pflegen und möchte die demnächst irgendwie stilllegen, damit dann niemand mehr darauf landet. Aber wer weiß, nach dem Abend heute sieht das vielleicht ganz anders aus und ich bin da ganz begeistert und werde diese Kanäle dann auch noch angehen. Mal schauen. Super, freut mich, dass du dabei bist, Christina. Dann würde ich vorschlagen, dass Bianca weitermachen darf mit der Vorstellung. Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Bianca Reinhardt und ich bin Öffentlichkeitsbeauftragte seit diesem Jahr und davor war ich zuständig als Saalmeister. Als Öffentlichkeitsbeauftragte darf ich sagen, dass ich voller Stolz schon verkünden kann, wir haben jetzt eine neue Webseite, einen neuen Layout. Ja. Wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen LinkedIn-Account
und unser Facebook-Account, den gibt es schon, aber leider sind die Zugangsdaten keinen mehr bekannt und damit ist das noch nicht wirklich in die Wege geleitet. Ansonsten freue ich mich, dass ich sozusagen ein Toastmaster-Programm unseren Verein schon gemacht habe und wir morgen einen Besucherabend haben. Das heißt also, wir haben auf allen Plattformen, auf allen Plakaten oder so schwarze Wände Werbung gemacht und das Ziel von 9 Gästen ist erreicht. Wir übersteigen es gerade. Ich kriege immer wieder heute Nachrichten rein, dass es noch mehr werden. Und wir freuen uns auch darüber, dass die alten Mitglieder auch wieder aktiv sind und die wieder mitmachen. Ja, und das ist morgen. Cool. Ich glaube, da drücke ich euch ganz, ganz arg die Daumen, dass dieser, ich nenne es mal Tag der offenen Tür, dass der echt gelingt und dass ihr die ganzen interessierten Gäste auch anfixt, dass sie an Toastmasters Gefallen finden. Und wir haben noch einen YouTube-Kanal. Unsere Vereinsmitglieder sind sehr aktiv und wir haben den Kevin Frank und der Kevin Frank hat für den Vorstand der Toastmasters in der letzten Sitzung ein paar Videos gemacht und die haben wir auch unseren YouTube-Kanal natürlich auch wieder auf der Homepage verlinkt. All diese Kombinationen haben wir dann noch miteinander verbunden. So, und ich glaube, das war's jetzt, ja. Super. Dankeschön. Dann der Christian. Jetzt wird es ernst mit dem Mikrofon. Jetzt muss alles klappen. Ja, ich habe das doch jetzt getestet. Das sollte doch hinhauen soweit. Christian Lias, mein Name. Mitglied bei den Kommunikationsprofis mit Herz, den Toastmasters in Dortmund und tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, einfaches Mitglied. Allerdings habe ich sowieso auch einen Marketing-Background. Das heißt, ich habe führe eine Marketing- oder Kommunikationsagentur. Und neben den Toastmasters Dortmund gibt es auch die Ausgründung der Toastmasters Witten. Noch nicht als ganz eigenständiger Club, aber in beiden Clubs biete ich halt so meine Hilfe an oder schaue halt, dass ich helfe, was halt auch gerade die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Natürlich dann auch ein bisschen berufsbedingt mit der Erfahrung. Bin aber sehr, sehr, sehr gespannt, insbesondere was die Club-PR angeht. Ich habe selbst einige Ideen, bin aber gespannt, was da vielleicht noch, was ich nicht auf dem Schirm habe und welche Aspekte es da noch gibt, die ich jetzt gerade einfach noch nicht sehe. Insofern freue ich mich auf einen sehr guten Austausch, einen spannenden Abend und was gleich kommt. Super, danke schön, Christian. Und ich bin mir sicher, wenn dir das ein oder andere gefällt, dass du es dann auch deinem Club zur Verfügung stellen wirst oder mal einen Hinweis gibst, ey, schau dir vielleicht nochmal die Aufzeichnung an, da sind echt Golden Nuggets drin. Super. Dann noch Zwonko. Er kam ein bisschen später, macht aber nichts, zum relevanten Teil anwesend, so muss sein. Stell dich mal bitte kurz vor. Hallo zusammen, der eine oder andere kennt mich. Ich bin Präsident bei den Toastmasters Augsburg und mich interessiert so PR-Geschichten. Einerseits möchte ich unseren Club natürlich voranbringen und andererseits möchte ich das Wissen natürlich privat nutzen, um meine erste Million zu machen und reich und unsterblich zu werden. Timo, ich habe das beim LinkedIn gesehen. Ich weiß nicht, wer das verwaltet, diese District 95 Webseite, aber ich fand ich super. Und jetzt habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Ich habe gedacht, die rennen dir die Bude ein. Wo sind die denn alle? Das ist eine gute Frage. Das laut, ist voll ein Geschenk, was du hier verteilst. Ja, genau. Also ich habe ich vorhin schon mal erzählt, diesen Vortrag, der Teil dieses Workshops sein wird, schon im Club Officer Training im Januar gehalten. Dort waren die Leute da, weil sie mussten. Und auf der anderen Seite gab es ja danach aber dann eine Umfrage und also es war ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also die Leute haben tolles Feedback gegeben. Ich hoffe natürlich, dass sich trotzdem dieser Inhalt noch weiter verbreitet, weil es in meinen Augen eigentlich jeder Club davon profitieren kann. Deshalb das Ganze eben auch anbiete. Die anderen, ich glaube, 13 Anmeldungen hatten wir, sprich die Hälfte, die noch nicht aufgetaucht ist, ja, die beißen sich im Nachhinein dann den Arsch. Das heißt, ich werde nur nebenbei mal zuhören. Aber du hast da was von Aufzeichnung gesagt. Genau, die Aufzeichnung hat schon begonnen. Die wird euch dann, ich weiß nicht, wie genau zur Verfügung gestellt. Okay. Dann Katharina, denke ich, am Ende nochmal sagen oder vielleicht allen Teilnehmern, sieht er, wer sich angemeldet hat, nochmal per E-Mail durchschicken. Super. Und ansonsten dürft ihr es natürlich in der Toastmaster-Welt teilen, nur eben nicht nach außen jetzt, also einfach bloß wegen Datenschutz und so weiter von den Teilnehmern. Alles klar. Prima. Super. Damit sind wir durch mit der Einstellungsrunde. Wir können, glaube ich, festhalten, viele Clubs haben schon eine Webseite und
viele Clubs haben Social Media Kanäle, sei es in welcher Form, sei es Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter. Und da geht es jetzt um die Frage, was davon mache ich jetzt und was lasse ich vielleicht liegen? Denn so viel Spaß wir auch daran haben, irgendwann denke ich, ist das auch nachher ein Zeitproblem und man sollte sich wirklich auf die Sachen fokussieren, die wirklich einen Effekt bringen, sodass am Ende eben, weiß nicht, ob ihr das Pareto-Prinzip kennt, die 20% an Wirkung quasi reinstecken, an Aufwand, die 80% des Ertrags nachher bringen. Und da hoffe ich, dass mein Vortrag gleich euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen wird. Und damit würde ich sagen, steigen wir ein. Geplant ist jetzt ein Vortrag mit PowerPoint, also so richtige Präsentation, keine Rede. Könnt euch gerne Notizen machen, was ihr interessant findet, dass wir trotzdem ein Handout am Ende geben. Und dann machen wir eine kurze Pause, das Ganze kurz sacken lassen. Dann wird man in eine Q&A übergehen. Und dann je nachdem, wie die Zeit ist, das genau, Dev bei PowerPoint. Es steht nicht viel drauf. Du wirst nicht schlafen. Und am Ende würden wir noch eine kleine Gruppenarbeit machen, je nachdem, was zeitlich da ist und ob ihr sagt, das würde mich interessieren oder sagt, boah, online, jetzt reicht's. Das machen wir dann ganz spontan. Genau, damit gebe ich mal meinen Bildschirm frei. So, Bildschirm 1. Ihr seht hoffentlich eine PowerPoint, gerne einer darf was sagen. Ja, können wir sehen. Super. Oh, jetzt seht ihr die falsche Seite. Ja. Genau. Jetzt, wie mache ich das andersrum? Ich will diese Dinge eigentlich gar nicht vertauschen. Genau. Jawohl, so muss sein. Hervorragend. Die Frage, die wir heute lüften werden im Online-Marketing für Clubs, ist wirklich die wegweisende Art und Weise, neue Mitglieder zu rekrutieren? Oder gibt es vielleicht sogar bessere Wege? Erstmal ganz so kurz, wieso solltet ihr mir zuhören? Denn ich bin ein Freund davon, dass derjenige, der über was referiert, auch irgendwie die Autorität hat, darüber zu sprechen und der es nicht irgendwo in einem Buch gelesen hat, aber noch nie angewendet hat. Deshalb ganz kurz, wie ihr schon wisst, ich heiße Timo, war letztes Jahr Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit, VPPR, dieses Clubs, habe aber auch neben dem Club schon seit 4 Jahren eine Begeisterung für Online-Marketing. Und ich denke, ihr könnt mir zustimmen, wenn sich jemand für etwas interessiert, dann ist man häufig auch ein bisschen besser als der Durchschnitt, einfach bloß, weil man diese Leidenschaft dafür hat und dementsprechend auch in seiner freien Zeit sich sehr viel damit beschäftigt. Beginn letztens Toastmaster-Jahr 2020/21 hatten wir 6 Abgänge. War nicht schön, aber gehört dazu. Jedes Mitglied verlässt uns irgendwann höchstwahrscheinlich. Und trotzdem hatten wir während Corona 9 neue Mitglieder. Ich denke, es stimmt mir zu, dass Corona nicht einfach war für die Clubs. Wir mussten größtenteils online machen und trotzdem haben wir es geschafft, 9 neue Mitglieder zu bekommen, weshalb wir aktuell 38 Mitglieder haben und damit in den Top 10, was jetzt die Mitgliederanzahl angeht, des District 95 sind. In unserer Division sind wir aktuell auf Platz 2 hinter Freiburg. Jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wow, 9 Mitglieder während Corona, wie habt ihr denn das hinbekommen? Und darum geht es heute. Ich möchte quasi ein bisschen aufschlüsseln, was habe ich als VPPR gemacht und was könnt ihr euch da abschauen? Und meine Einschätzung, wie die einzelnen Kanäle fungieren, was für eine Funktion sie haben. Deshalb die Frage, Online-Marketing sinnvoll oder eher nicht? In meinen Augen hat Marketing im Allgemeinen, ich bin gespannt, ob der Christian mir dazu stimmt, 3 Aufgaben. Zum einen möchte man gefunden werden. Überhaupt, wenn schon jemand weiß, dass es uns gibt, eben uns finden und nicht irgendwie im Nirvana ewig suchen müssen. Das zweite, vor allem dann im Marketing, sei es, keine Ahnung, Radio oder Fernsehen oder Facebook-Werbung, eine Aufmerksamkeit überhaupt mal bekommen und Neugier wecken. Und das dritte, informieren und einen Vorgeschmack geben. Besonders kommen wir gleich dazu, was die Webseite anbelangt. Aber ein wichtiger Hinweis vorab, den ich geben möchte, denn das gute Online-Marketing wird euren Club leider nicht retten. Warum? Online-Marketing ist leider keine Wunderpille. Ist es eine tolle Ausgangssituation? Habt ihr einen tollen Club? Wie definiere ich das? Tolle Mitglieder, hochwertige Reden und Abende, also richtigen Mehrwert. Dann
wird Online-Marketing euren Erfolg beschleunigen. Habt ihr allerdings einen angeschlagenen Club mit vielen Herausforderungen, sei es, ihr habt kein Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgliedern, ihr habt schwache Reden oder keine Reden, eure Treffen sind geplagt von Unzuverlässigkeit und andere eben nicht so schöne Dinge, dann wird Online-Marketing eher eure Probleme noch verschlimmern. Denn ihr bekommt neue Gäste zu euren Treffen und die werden vielleicht eher abgeschreckt. Und euer Ruf wird dadurch vielleicht geschädigt, weil ihr die dann untereinander reden und der eine sagt, ich gehe heute mal zum Toastmaster. Und der andere sagt, nee, da war ich schon, ey, das war eine richtige Katastrophe, hat mir gar nichts gebracht. Deshalb da richtig aufpassen und erstmal die Grundlagen eines guten Clubs, von guten Abenden umsetzen. Natürlich ist es nicht zwingend eure Aufgabe als VPPA, aber eure Aufgabe als gemeinschaftlicher Clubvorstand, eben den Club so weit zu präsentieren und so weit dafür zu sorgen, dass eure Mitglieder da auch Spaß dran haben und dann haben eben auch eure Gäste Spaß daran. Sprich, kurz und knapp, gutes Marketing ist ein für stärker. Läuft es gut, wird es dann noch besser laufen, läuft es schlecht, wird es dann eher noch schlechter laufen. Was sind in meinen Augen die drei Voraussetzungen für einen Erfolg mit Online-Marketing? Sprich, was sind die Grundlagen, bevor man überhaupt mal mit Marketing anfängt, dass das Ganze laufen kann? Ihr seht hier schon die drei Aufschlüsselungen. Einmal hochwertige Abende, einmal ein engagierter Club und einmal eine gute Zusammenarbeit. Was meine ich damit jeweils? Bei den hochwertigen Abenden wären es inspirierende Reden. Sprich, ein richtiger Mehrwert für die Anwesenden. Sie bekommen Inspiration, sie können sich was abschauen von erfahrenen Mitgliedern. Und die sagen danach einfach bloß wow und freuen sich schon aufs nächste Treffen. Der engagierte Club, was bedeutet das? Erstmal, die Gäste werden herzlich willkommen geheißen. Das kann nur vom VPPA sein oder vom VPM, vom Vizepräsident der Mitgliedschaft, oder auch, dass jeder einzelne Mitglied immer zu den Gästen kommen, so wie es bei uns gehandhabt, und einfach dann herzlich sagen, ey, schön, dass du da bist, wie heißt du, und sich kurz mit ihnen unterhalten. So fühlen sich die Gäste eben willkommen geheißen. Und das ist schon was ganz anderes, als wenn man da von außen stehend dann mal dazuschaut und keiner spricht einen an, alle gucken einen komisch an, dann fühlt man sich nicht so richtig willkommen. Und natürlich, es bringt nur was, wenn die Clubmitglieder auch sagen, ey, wir sind nur nicht zu groß, dass das Ganze jetzt in einer grauen Masse untergeht, sondern wir möchten tatsächlich neue Mitglieder und sind aufgeschlossen dagegenüber. Wenn man das eben auch dann in der Einstellung des ganzen Clubs merkt. Und gute Zusammenarbeit bedeutet für mich, dass es klare Ansprechpartner gibt für die Gäste einmal vor Ort, in der Regel der VPM, und dass die Zusammenarbeit zwischen dem VPPR und dem VP-Membership, VP-Mitgliedschaft, gut ist und die eben auch eng zusammenarbeiten, weil das in meinen Augen ein fließender Übergang ist zwischen Gäste rekrutieren und dann eben die Gäste, die auch kommen, in Mitglieder umzuwandeln. Jetzt kommen wir zu den Grundlagen. Toastmasters.org/finderclub. Ich vermute, ihr kennt die Seite. Und zwar auf unserer wunderschönen Toastmasters.com-Seite gibt es ja hier oben Find a Club. Wenn wir da draufklicken, kommen wir dann eben hier auf so eine Auswahl, wo wir dann eingeben, wo sind wir denn? Zum Beispiel Karlsruhe, Deutschland, unseren Radius, und wir dann als Club angezeigt werden. Und hier wird ja jeder Club, der offiziell bei Toastmasters International registriert ist, auch angezeigt. Sprich, hier ist das Wichtigste überhaupt, stimmen denn diese ganzen Angaben? Man sieht zum Beispiel, die Webseite kann hier verlinkt werden, die Social-Media-Kanäle, nicht alle, aber also Instagram gibt es, glaube ich, nicht, aber ich glaube, Twitter und Facebook gibt es. Und natürlich auch die Location. Bei Corona, bei uns zum Beispiel, hat sich es häufig geändert. Wir waren nicht mehr offline durften. Dann waren wir mal draußen in einem Park, in Ettlingen, im Horbachpark. Jetzt sind wir wieder drinnen in einem Unternehmen, weil das uns quasi eine Location zur Verfügung stellt. Sprich, je nachdem, was da Sache ist, soll es natürlich auch hier repräsentieren, was denn hier drin steht. Sprich, meine Tipps wären hier, schaut wirklich mal rein, das geht ganz schnell und müsst ihr aber das nicht so häufig machen. Aktualisiert eure Zeiten, stimmen die ganzen, wann das Ganze beginnt und wie häufig. Genauso den Veranstaltungsort, wie gesagt, bei uns hat sich es häufig geändert. Verlinkt eure Webseite, das ist eigentlich in meinen Augen fast der wichtigste Punkt noch. Und natürlich gerne, sofern ihr eine habt, auch eure Facebook-Seite. Wie kommt ihr da hin? Hier oben gibt es Leadership Central, da klickt ihr drauf. Dann klickt ihr auf Club Central
Und am Ende gibt es dann dieses Club Contact and Meeting Information und dort könnt ihr diese ganzen Informationen hier. Seht ihr eigentlich meine Maus? Ich glaube nicht. Seht ihr die Maus? Super, ja gut. Genau, könnt ihr diese ganzen Informationen hier anpassen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Einige haben es angesprochen. Eine Webseite. In meinen Augen ist eine Webseite das Schaufenster des Clubs. Was meine ich damit? Man kann auch schon als Außenstehender, ohne ins Geschäft, sprich in den Club reinzukommen und ohne überhaupt mal anwesend zu sein, schon schauen, ja, was erwartet mich denn? Wie kann ich da rein? Was ist denn Toastmasters und was sind denn diese Treffen? Sprich, eine Webseite hat mehrere Aufgaben. Ihr seht hier auf der rechten Seite unsere Webseite, ein Screenshot davon. Die Aufgaben sind zum einen ganz klar gefunden werden. Besonders auf Google. Google hat zwischen 90% und 98%, sagt man, der aller Suchanfragen, die über eine Suchmaschine laufen, laufen über Google. Sprich, wir sind uns relativ einig, dass die anderen eigentlich erstmal vernachlässigt werden können. Und in der Regel werden die Webseiten dann gefunden, die Toastmaster-Webseiten, wenn man eben Toastmasters eingibt und dann der entsprechende Ort, sei es bei der Christina, Toastmasters Ulm, sollte eure Webseite gefunden werden. Ihr könnt auf jeden Fall mal eingeben und schauen, ob das der Fall ist. Genauso müssen die Webseite muss eben informieren, wann und wo denn die Treffen stattfinden. Und hier ist ganz wichtig, dass es natürlich aktuell ist und im besten Fall schon ersichtlich, bevor man einmal scrollen muss. Sprich direkt auf der Startseite, denn je aufwendiger es nachher für die Besucher der Webseite ist, überhaupt die Informationen zu finden, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich überhaupt blicken lassen. Sprich deshalb, wie ihr hier bei uns seht, man kommt auf die Webseite, man sieht direkt hier jeden zweiten, vierten, fünften Donnerstag im Monat und eben, wo das Ganze stattfindet. Und dann drittens auch eben einen Vorgeschmack geben, was denn bei so einem Treffen kann. Und was ist Toastmasters und wie läuft das Ganze ab? Da gerne mehr Input geben als zu wenig, denn die Leute, die es nicht interessiert, die lesen sich nicht durch, da hat man nichts verloren. Aber die Leute, die interessiert sind, die sich erstmal informieren wollen, bevor sie sich wirklich entscheiden zu kommen, die möchten eigentlich die Informationen erstmal, was ist Toastmasters, wie läuft es zum Treffen ab, wie lange ist das Ganze, im Grunde diese ganzen W-Fragen. Und in meinen Augen sollte wirklich jeder Club eine eigene Webseite haben. Warum ist das so? Ganz einfach, die Webseiten zum einen sind ja immer ausgerichtet, wenn er auf die Startseite kommt, normalerweise für einen Club. Und dieser Club hat dann immer einen Vorteil, wenn wir mehrere Clubs haben, die auf einer Webseite vertreten sind, dann hat immer irgendeiner einen Nachteil. Weshalb jeder Club am besten repräsentiert werden kann, wenn er eine eigene Webseite hat, die abgeschlossen ist und wo wirklich die Informationen von diesem Club draufstehen. Weil jeder Club trifft sich von anders. Wenn jetzt hier jeder Club auf der Startseite direkt stehen würde, das würde platztechnisch, müsste man da wirklich sehr, sehr kleine Schriftart nehmen und würde dann schon wieder mehr verwirren, als dass es hilft. Als Inspiration, wie gesagt, ihr kriegt auch die Vortragsfolien hier. Unsere Webseite können wir uns nachher auch mal zusammen angucken, karlsruheredeclub.de. Jetzt, manche Leute haben noch keine Webseite und manche haben auch gar kein Budget dafür. Ich würde mal sagen, eine Webseite kostet ungefähr fürs Hosting, sprich, dass die Webseite online sein kann, zwischen 5 bis 10 € pro Monat. Wenn ihr sagt, unser Club ist so knapp bei Kasse, wir können es uns nicht leisten, ist es immer noch keine Ausrede, keine Webseite zu haben, denn die sogenannte Free Toast Host Webseite, das gibt es auch schon mehrere Jahre, wie wir hier auf der rechten Seite sehen, das ist so die Demo-Seite davon, sieht dann immer so aus und man kann eben die ganzen Informationen hier anpassen. Diese wird von Toastmasters kostenlos zur Verfügung gestellt für jeden Club, der eben sagt, ich möchte so eine Webseite haben. Man kann dann noch die Farbe anpassen, dann eben den ganzen Text, aber das Layout ist dann schon vorgegeben. Und das ist eine prima Möglichkeit, eben trotzdem eine Webseite zu haben, auch ohne Budget. Wir haben reingeschrieben, jeder Club bekommt es zur Verfügung gestellt und die Informationen dafür, wie man das Ganze quasi anmelden kann als Club, ist hier auf toastmastersclubs.org/welcome. Jetzt, wir hatten vorhin viel gehört, die sozialen Medien, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es LinkedIn, sei es YouTube, sei es Twitter oder andere.
Was ist in meinen Augen die Aufgabe der sozialen Medien? Sie zeigt der Welt, dass euer Glück. Was meine ich damit? Es gibt Social Media Kanäle, hat die, ich bin mir nicht sicher, Bianca, glaube ich, erzählt oder die Christina, ich glaube eher Christina, dass sie ganz, ganz viele soziale Medien hat und manche aber schon jahrelang nicht mehr gepflegt werden. Stellt euch vor, ihr kommt auf diese Webseite oder nicht auf diese Webseite, auf dieses Profil und ihr seht da, keine Ahnung, 2017 der letzte Post. Und ihr habt vielleicht wusstet, dass ihr zu Toastmasters wollt und jetzt wolltet einfach mal gucken, was ist drin. Und dann seht ihr, boah, seit 4 Jahren kein Post mehr. Glaubt ihr, dass ihr da hingehen würdet, wenn ihr nur diese Plattform betrachtet, so als ob der Club überhaupt nicht mehr existiert, als ob die gar nichts mehr machen, als ob das irgendwie eine Leiche ist? Nun, ich glaube nicht. Deshalb in meinen Augen die Aufgabe der sozialen Medien ist, zum einen auch Einblicke geben in die Clubtreffen, sei es ein Gruppenfoto, sei es wie ein anderes Foto von den Treffen an sich oder eben auch natürlich kann man jetzt wie bei Bianca erstmal nur verkünden, dass ihr eben irgendwie ein Sondertreffen habt, keine Frage. Aber dann vor allem auch neugierig machen, vielleicht mit den ganzen Posts, die ihr da macht und mit den Bildern und eben zu zeigen, ey, was haben wir denn gemacht? Und dann nochmal eine tolle Beschreibung dazu, dass ihr alle so Bock habt schon aufs nächste Treffen. Das wird sicherlich einer oder anderen, der dann eben auf dieser Plattform schon ist und euer Profil gefunden hat, dazu bewegen, da doch mal vorbeizuschauen. Und dann eben, hatte ich schon angesprochen, sollen die sozialen Medien das Profil zeigen, dass der Club überhaupt aktiv ist, weshalb ja auch vor allem eine Regelmäßigkeit erforderlich ist. Sonst ist in meinen Augen die Plattform nicht wirklich sinnvoll. Jetzt welcher Kanal? Es gibt viele verschiedene. Wir sind uns, glaube ich, relativ einig, dass, wenn man jetzt hier auf der rechten Seite schaut, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, dass da diese organische Reichweite, sprich ohne Werbeanzeigen, für Leute, die noch nicht Freund sind oder die Seite geliked haben oder gefällt mir geklickt haben, wie auch immer, dass für die eben diese organische Reichweite in den letzten Jahren extrem zurückgegangen ist. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Leute darüber erreicht mit eurem Post, die noch nie was von eurer Seite gehört haben und jetzt bloß mal durch den Feed scrollen, ist sehr, sehr gering. Deshalb in meinen Augen das Wichtigste ist überhaupt, sich mal für einen oder zwei Kanäle entscheiden. Und da würde ich einfach danach entscheiden, was fällt euch am leichtesten. Habt ihr einen LinkedIn-Kanal und es gibt schon LinkedIn, eine LinkedIn-Seite für euren Club, dann nutzt den, wenn ihr darauf Spaß habt. Wenn ihr sagt, oh, Instagram, LinkedIn, nee, ich bin eigentlich bloß auf Facebook, macht den Facebook-Kanal. Da würde ich eher danach schauen, was macht euch am meisten Spaß, was ist für euch am einfachsten, eine Regelmäßigkeit beizubehalten. Da zum Beispiel noch ein kleiner Trick fürs effiziente Posten. Hier jetzt mal für Instagram und Facebook. Einmal als Tipp, erstellt eine Facebook-Veranstaltung für alle künftigen Treffen. Das kann man als wiederkehrendes Treffen machen. Und dann fixiert die oben auf der Facebook-Seite, sodass dann immer, wenn Leute auf die Facebook-Seite kommen, direkt sehen, wann ist denn das nächste Treffen, wann ist die nächste Veranstaltung. Und macht ein Foto einfach pro Treffen und schreibt einen kurzen Post dazu. Da müsst ihr nicht jedes Mal grübeln, was für ein Bild kann ich denn diesmal dazu posten, weil nur Text schließt sich ja keiner mehr durch. Wir machen es immer so, wir machen pro Treffen ein Foto und hoffentlich auch alle lachen und dementsprechend eine positive Energie rüberkommt. Und verknüpft, sofern ihr beide Kanäle habt, Facebook und Instagram miteinander, gehört ja beide zu Facebook, sprich man kann die beiden Kanäle verknüpfen, die beiden Plattformen und so könnt ihr auf einmal auf beiden Plattformen posten. Ihr macht quasi einen Post, wählt aus, auf welchen Plattformen das veröffentlicht werden soll, klickt einfach beide an und habt direkt zwei Kanäle auf einmal bespielt. Hier noch als Trick, es gibt ein paar Anbieter, sei es Buffer, sei es wo ihr auch eure sozialen Medien, die Kanäle und die Seiten miteinander verknüpfen könnt und so auch euren Aufwand quasi auf genauso viel Aufwand hättet, wie wenn ihr bloß auf einer einzigen Plattform posten würdet. Das würde ich dann auf jeden Fall empfehlen als Überlegung, bevor ihr sagt, ich lege einen Kanal ganz still. Und hier als Inspiration unser Facebook-Kanal oder unsere Facebook-Seite. Wie gesagt, könnt ihr nachher dann einfach draufklicken. Dann Meetup.
Jetzt würde mich mal interessieren, wer von euch hat den Meetup? Gerne mal mit Handzeichen. Ich denke, wir sehen uns alle trotzdem. Oder ich sage, wie viel ich sehe. Die Bianca hat Meetup und die Katharina. Und lass mal gucken, ob ich sehe sonst noch jemanden. Ja, passt. Also, wir haben zwei Leute hier, die Meetup benutzen. Und da ist jetzt die Frage, bringt Meetup so viel? Ist eine kleine App mit großer Wirkung oder vielleicht doch nicht? Ihr seht, Meetup gibt es ja sowohl als App als auch auf der Webseite. Also von Meetup kann man, glaube ich, auch dann Sachen suchen. Was sind denn die Aufgaben davon? Zum einen gefunden werden. Ich denke, wir alle öffnen Meetup, wenn wir es ja haben, die App, um erstmal zu gucken, was passiert denn so in unserer Umgebung, wo könnte ich denn vielleicht mal vorbeischauen, was gibt es denn überhaupt? Sprich, es ist toll, die Leute haben überhaupt mal das Interesse, zu irgendetwas zu gehen, zu irgendeiner Veranstaltung. Dann soll natürlich das eingetragene Treffen dazu animieren, dass die Leute auch vorbeikommen und sich es mal anschauen. Was sind Nachteile von Meetup? Es ist relativ teuer. Der Stand, den ich habe, ihr wisst wahrscheinlich dann besser, sind $10 pro Monat pro Organisator-Account. Und in der Regel hat jeder Club einen Organisator-Account. Man kann es natürlich auch clever machen und mehrere Clubs nutzen einen Organisator-Account. Trotzdem $10, ungefähr so viel wie eine Webseite. Und also es ist, ich habe leider keine Studie gefunden, so wissenschaftlich ist Meetup da nicht. Ich habe aber dann mal ein paar Foren geschaut. Das ist dann sicherlich von Meetup zu Meetup selber unterschiedlich. Aber es gibt eine relativ geringe Anwesenheitsquote, weil man meldet sich da halt an mit einem Klick in der App. Und ja, es ist halt in der App, wenn man nicht hingeht, fühlt man jetzt nicht so diesen Nachteil. Dann habe ich es halt vergessen, passiert. Sodass es eine relativ geringe Anwesenheitsquote ist. Hier habe ich mal 7-8% geschrieben. Ich eben über verschiedene Foren herausgefunden. Es kann natürlich sein, dass es bei euch, keine Ahnung, 25% sind. Jedenfalls würde ich mal sagen, dass nicht jeder Zweite dort vorbeischaut, der sich dort anmeldet. Dann Fazit aus meiner Sicht. Es gibt die weniger Kosten als Meetup. Aber natürlich, wenn ihr mal sagt, ey, ich kenne jemanden, der einen Organisator-Account, fragt ihn doch mal, ob ihr vielleicht für einen Monat oder für ein halbes Jahr das mal mittesten könnt. Und dann seht ihr am besten über diese Daten, die ihr dann quasi erhebt, ob es wirklich was bringt. Und natürlich auch immer die Leute fragen, hey, wie bist du auf uns gestoßen? Und wenn dann viele Leute sagen, ja, ich habe Meetup gesehen, da bin ich mal vorbeigekommen, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Sofern sich natürlich der Club diese Ausgaben leisten kann. Ich möchte jetzt was zeigen, das würde ich beschreiben als das, in Anführungszeichen, Geheimnis des Karlsruher Redeclubs. Meetup 2.0. Und zwar rede ich, hat schon jemand eine Idee? Dann gerne mal Handzeichen und was sagen oder einfach entstummen. Kennt jemand was ähnlich ist wie Meetup, aber nicht Eventbrite. Meetup? Eventbrite. Ah, sehr, sehr guter Tipp. Du hast recht, Eventbrite. Jetzt, wer von euch kennt schon Eventbrite? Gerne mit Handzeichen. Bianca kennt's, Christian kennt's, Wolfgang, alle. Super. Zwonko nicht, aber der ist, glaube ich, gerade wieder raus. Ah nein, Zwonko ist auch noch da, super. Er kennt's auch. Dann seid ihr ein Ex-Club oder Zirkel, nenne ich es mal. Denn beim Club Officer Training letztes Mal kann es sehr ähnlich wie Meetup. Eine ähnliche Plattform, ihr seht sie auf der rechten Seite, vor allem eben, um sich für Veranstaltungen anzumelden, beziehungsweise eigentlich primär, um Tickets zu verkaufen. Sprich, Website für Eventmanagement und Ticketing. Es ist sowohl über den Browser als auch über eine App erreichbar, sprich hier auch sehr ähnlich als Meetup. Und es gibt Kategorien wie lokal und kostenlos. Und jetzt mit Corona kam natürlich auch noch online hinzu. Sprich, ähnlich wie Meetup kann da derjenige einfach in verschiedenen Kategorien stöbern, um zu schauen, was passiert denn in meiner Umgebung und wann eben das Ganze. Jetzt habe ich gesagt, hier Webseite für Eventmanagement und Ticketing, denn normalerweise werden eben hier Tickets verkauft und dann zahlt derjenige, der seine Events hier reinstellt, eine Provision an Eventbrite, genau 5% des Verkaufspreises des Tickets und dadurch finanziert sich eben die Plattform. Das Tolle ist aber, es gibt eben auch kostenfreie Events, die man reinstellen kann und dann entfällt diese Gebühr. Und was noch toll ist,
Es gibt automatisierte Erinnerungsmails für Leute, die sich dann eben registriert haben oder ein Ticket gekauft haben, wo man als Erinnerung das, also jedenfalls als ich die App benutzt habe, gibt es zum Beispiel beim Meetup nicht. Deswegen wird nicht nochmal erinnert, ey, 2 Tage im Voraus erinnere dich nochmal dran, du hast dich hier angemeldet, vergiss nicht das Toastmaster-Treffen. Sodass die Vorteile sind, es gibt für Events der Kategorie kostenlos, eben ist der Dienst an sich kostenfrei, gratis. Man kann ihn so nutzen wie eine Facebook-Seite, die auch nichts kostet. In unserem Fall war das eine extrem hohe Anwesenheitsquote, zum Beispiel bei uns ca. 50%. Jetzt, wenn man das mit den anderen Daten vergleicht von Meetup, waren es fast das Zehnfache an Anwesenheitsquote. Wird sicherlich nicht ganz so extrem sein bei euch, aber sicherlich auch spürbar. Und eben hier, wir zahlen keine $10 pro Monat. Und als Inspiration, wie denn so eine Eventbrite-Seite hier aufgebaut sein könnte oder sollte. Wie gesagt, wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Mindestens die Hälfte unserer Gäste kommen oder 3/4 unserer Gäste kommen über Eventbrite. Sei es hierüber, über die Plattform selber oder halt über unsere Webseite, dass sie sich dann bei Eventbrite anmelden. Und nämlich da eingerichtet, dass man sich dafür quasi registriert, wenn man dann vorbeikommen möchte als Gast. Dann soll ich euch zeigen, weshalb ich glaube, dass Eventbrite so toll ist. Ihr seht hier die Vorschau, wenn wir jetzt auf unserer Eventbrite-Seite sind, steht hier erstmal groß und fett ganz klar, was ist denn der Benefit, wenn ich vorbeikomme. Die meisten Leute sagen nämlich, Toastmasters an sich erstmal noch nichts. Also hier geht es eher darum, erstmal den Nutzen hervorzuziehen, Rhetorik verbessern und selbstbewusst sein und selbstbewusst präsentieren. Und das Ganze eben gratis ist. Man wählt dann hier auf der Seite das Datum aus und kann hier dann, öffnet sich so ein Pop-up und wählt dann hier das Ticket aus, sprich das entsprechende Datum, wann man den teilnehmen möchte. Wenn man dann da draufklickt, wählt man manchmal aus, wie viele Tickets möchte man. Möchte man vielleicht noch Zusatzartikel? Wir haben ja Zusatzartikel angelegt, wie zum Beispiel die Agenda oder nochmal hier die PDF mit den Vorteilen der Mitgliedschaft. Und dann wählt man eben hier auf Registrieren. Man sieht, es gibt hier so eine Bestellübersicht. Man kommt sich vor, wenn man so ein richtiges Ticket kauft von, keine Ahnung, sei es einem Festival oder einem Konzert. Also das Ganze wirkt deutlich verbindlicher, als wenn ich ein Meetup mit einem Klick auf. Am Ende gibt man sogar noch seine Kontaktinformationen ein und seine E-Mail-Adresse. Und es ist quasi wie so ein Checkout. Hier oben steht, wie viel Zeit ich noch habe, dass mein Ticket dann auch wirklich quasi reserviert ist und mir es mit anderes habt. Und dann klicke ich hier auf Registrieren. Timo, darf ich noch was dazu sagen? Wir benutzen das ja auch für unsere Workshops. Mhm. Da hat mich die Friederike Galland aufgebracht. Mhm. Was ganz cool ist, du kannst benutzerdefinierte Fragen erstellen. Ah. Du kannst zum Beispiel fragen, wir machen immer so große Workshops und da wusste ich immer nicht, wo die ganzen Leute herkommen. Da waren mehrere Bildschirme voller Leute, aber ich wusste gar nicht, wo die herkommen, wie die darauf aufmerksam geworden sind, ob es schon Toastmaster sind oder nicht. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit machen wir es immer so, dass wir sagen, bist du schon Toastmaster, aus welcher Stadt kommst du? Und wenn es kein Toastmaster ist und der aus der Stadt kommt, wo wir sind, dann kann man dem VP-Membership schon so einen kleinen Wink geben und sagen, hier, achte mal auf den, zum Beispiel jetzt den Christian Hilgers aus Dortmund, den würde ich aber links liegen lassen. Nein, wir freuen uns immer, wenn du da bist, Christian. Deswegen, du kannst es dann auch auswerten, du kannst dann eine Excel-Datei kriegst du und dann kannst du wirklich gucken, der kommt daher, über diesen Kanal hat er dich gefunden, das ist richtig. Super. Vielen Dank für den Hinweis. Wusste ich noch nicht. Das haben wir noch nicht umgesetzt. Wir machen das Ganze noch analog. Wir fragen die Gäste jedes Mal, bei jedem Gast, wenn er kommt, ey, wie hat Bischof Toastmasters aufmerksam geworden? Das ist online. Auf jeden Fall. Online. Ja, klar. 90 Leute drin sind. Ja. Aber wenn wir vor Ort sind, ist natürlich perfekter Einstieg. Ja. Und ich denke, die Leute, die sich dann dazu entschließen, lieber nicht. Ich denke, dass ihr da die geringere Anmeldequote ist da sicherlich überschaubar. Also ich denke, dass er da trotzdem nahezu 10 von 10 dann auch überredet und nicht dann noch einer vielleicht sagt, Frage beantworten. Nee, du. Kann ich noch was fragen? Also bei Eventbrite habe ich das mal ausprobiert, da gibt es eine automatische E-Mail-Benachrichtigungsfunktion. Du kannst dann einfach sagen, alle, die sich bis zu dem und dem Datum angemeldet haben, schick eine E-Mail, pack das Foto rein, diesen und diesen Text, genau. Fertig. Haben und gesagt haben, die haben keine Mail bekommen. Hm. Wie ist das bei euch? Also da waren welche dabei, die haben es im Junk-Mail gehabt und manche haben steif und fest behauptet, nee, ist nie angekommen. Und das ist natürlich extrem schade, wenn du dann die Leute verlierst, ja.
wenn sie die E-Mail nicht bekommen. Hast du da irgendein Patentrezept, wo du sagen kannst, wenn ich das so mache, dann kommt es an? Nee, ich glaube ehrlich gesagt, das liegt an Eventbrite an sich. Also diese E-Mail-Adresse, die du jetzt versendest, ist immer dieselbe. Sprich, bei jedem dasselbe. Und wenn dann eben irgendwie im eigenen E-Mail-Postfach Eventbrite als Spam markiert wurde, keine Ahnung, weil derjenige sich schon bei 5 anderen Eventbrite-Sachen angemeldet hat und einfach nie diese E-Mails geöffnet hat, kann es sein, dass je nach Anbieter quasi auch der E-Mail-Adresse, sei es web.de, sei es gmx, sei es t-online, wie auch immer, Gmail, dass dann einfach das aussortiert wird. Also wir haben da einfach die Standard-E-Mail, die da hinterlegt ist. Wir bekommen einfach bloß ganz rudimentär nochmal die Infos, in 48 Stunden geht's los. Und einfach quasi nochmal so ein kleiner Hinweis, ach stimmt, die Leute, da war ja was. Und praktisch zusammen mit diesem, Anführungszeichen, verbindlichen Anmelden, dass man eben nochmal so einen Checkout-Prozess hat, dass das eben diese hohe Anwesenheitsquote bei uns erklärt. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Geheimen Google. Was meine ich damit? Es gibt ein paar Sachen, die haben die wenigsten noch richtig Mehrwert rausziehen. Und da möchte ich die zwei folgenden Punkte einmal vorstellen. Einmal Google My Business und einmal Google Ad Grants. Google My Business. Wenn ihr in Google zum Beispiel Toastmaster Stuttgart eingebt, das wäre zum Beispiel für die Katharina sehr interessant, dann sehen wir hier das Suchergebnis. Einmal toastmasterstuttgart.de und unten drunter so eine Karte. Diese Karte wird immer angezeigt, wenn Google glaubt, dass diese Suchanfrage irgendwas Lokales ist. Dass ein lokaler, sei es, keine Ahnung, wenn man Toast oder wenn man Elektriker Stuttgart eingeben würde, wird sicherlich auch so eine Karte kommen. Wenn man eben eingibt, was ist Toastmasters, ist unwahrscheinlich, dass so eine Karte rankommt. Also Google weiß ja schon ziemlich gut, was ist denn die Intention. Und dass ihr hier gefunden werdet, dafür braucht ihr ein Google My Profil. Zum Beispiel, wenn man jetzt schon genau weiß, was da drin steht, kann es auch sein, dass nicht so eine Karte kommt. Hier zum Beispiel ein Salon aus München und dann kommt direkt auf der rechten Seite so ein Infopanel, wo dann dran steht, wie viele Leute haben deine Bewertung geschrieben, alle wichtigen Informationen, sprich, wo trefft ihr euch, was für Zeiten, sprich, eure Treffuhr, keine Ahnung, Donnerstag, so. Und dann könnt ihr natürlich auch eure Webseite hinterlegen. Kann man hier schon angeben und man braucht nicht mal zwingend eine Webseite. Das ist sehr, sehr interessant, weil es in 10 Minuten, eine halbe Stunde eingerichtet ist. Sprich, es sind Zusatzinformationen, die direkt in der Google-Suche aufpoppen bzw. Da sind und die Leute nicht mal zwingend auf eure Webseite gehen müssen, da alles lesen, sondern sie haben es schon direkt mit einem Klick anstelle von 2. Sie haben quasi alle relevante Informationen vorbeizukommen, schon auf einen Blick. Wenn Sie bloß mal wissen wollen, ja, und wie gesagt, ohne Webseite ebenso verwendbar, sodass es, wenn ihr noch keine Webseite habt und eine Webseite aufsetzen, ist doch schon einiges an Arbeit, es auf jeden Fall tun sollte. Besonders eben auch mit den Bewertungen. Ich denke, jeder von uns weiß, oder keine Ahnung, wenn wir auf Amazon gehen oder sowas bestellen, dass Bewertungen so ziemlich der wichtigste Faktor sind, um so einen Entscheidungsfindungsprozess zu entscheiden. Das wird wohl ganz gut sein oder ich lasse lieber die Finger davon. Deshalb gerne die Mitglieder animieren und auch eure Gäste, dass sie euch gerne rezensieren und eben eine Bewertung schreiben, weil wir dann, wenn wir nochmal zurückgehen, in dieser Karte werden auch die hier, wenn jemand Bewertungen hat, werden hier auch Sterne angezeigt und ihr kommt dann weiter oben. Sprich, es ist wahrscheinlich, dass eher lieber jemand auf Platz 1 hier klickt, auf Platz 2 und ihr kommt eben auf die höhere Position, wenn ihr mehr Bewertungen habt. Das ist eine der Hauptfaktoren mit der Entfernung beim Handy, von dem aus ihr es googelt, zum jeweiligen Standort, der hier eingetragen ist. Genau, und wie gesagt, komplett kostenfrei. Man kann für Google My Business auch direkt. Hier ist wichtig für die Anmeldung eures Raumes. Möchte Google irgendwie einen Nachweis, dass ihr tatsächlich, Anführungszeichen, der Eigentümer seid oder halt der Zugriff habt,
weshalb dann für die Registrierung eine Postkarte an die angegebene Adresse geschickt wird mit einem Code drauf. Und ihr braucht dann die Postkarte, gebt den Code ein und dann ist euer Profil verifiziert. Also das ist jetzt keinen Sinn mehr, jetzt aus Versehen einmal in einem anderen Treffpunkt hier zu ändern. Und es macht dann auf jeden Fall Sinn, wenn wir jetzt während Corona oder nach Corona sicher sind, wir treffen uns jetzt regelmäßig an diesem einen Ort und dann tragt ihr den Ort ein, beziehungsweise wenn es eine Hochschule ist oder so, fragt den Ansprechpartner, man kann zu Händen Herr oder Frau XYZ angeben, dass es auf jeden Fall ankommt und dass man da dann eben mit dem Veranstalter an einem Strang zieht, dass er eben diese Postkarte bekommt. Nun noch Google Ad Grants. Google Ad Grants ist ein Teil von Google Ads. Und Google Ads bedeutet, es sind die Werbeanzeigen, die es schon in der normalen Google-Suche gibt. Je nach Suchanfrage gibt es die ganze, denn wenn Leute dafür Geld zahlen, werden die Anzeigen ausgespielt. Zahlt niemand dafür, haben wir es eben so wie gerade eben hier bei Toastmasters Stuttgart, dann sind eben keine Anzeigen. Hier steht ja nichts von Anzeige. Nur ganz drauf an, ob jemand sagt, ich zahle Geld dafür, dass jemand, wenn er drauf klickt, zahlen die wahrscheinlich um die 1 bis 2 Euro pro Klick. Sprich, als normaler Club, in der Regel kann man sich das auf keinen Fall leisten. Aber mit Google Ad Grants schon. Denn Google Ad Grants gibt uns $10.000 an Werbebudget pro Monat für diese Textanzeigen, wie ihr sie hier seht, Grants anmelden kann. Hier wird es leider wieder knifflig als Toastmasters Club, denn muss eine gemeinnützige Organisation sein, sei es eine Non-Profit-Organisation und so weiter. Und da gelten leider normale Toastmaster-Clubs, die kein Verein sind, fallen da leider nicht drunter. Aber sobald ihr ein eingetragener Verein seid, fallt ihr hier in die Kategorie gemeinnützige Organisation und dann könnt ihr das Ganze eben machen. Wie ihr bei mir gesehen habt, hinter meinem Namen steht Karlsruhe Rede Club e.V. Sprich, haben wir hier den Vorteil, dass wir uns für dieses Programm anmelden konnten und so nochmal auch Versuchanfragen gefunden werden, die eben nicht direkt Toastmasters Karlsruhe heißen, sondern zum Beispiel Rhetorik verbessern oder präsentieren lernen oder Lampenfieber verringern und solche Suchanfragen, die eben trotzdem auch wir als Toastmaster Club bedienen können. Und es gibt für euch. Jetzt stellt euch die Frage, viele verschiedene Sachen, die wir machen können. Wir können auf toastmasters.org erstmal unsere Infos updaten, wir können eine Webseite erstellen, wir können ganz viele verschiedene Social-Media-Kanäle bespielen, wir können ein Meetup machen, wir können Eventbrite machen, wir können Google My Business machen, wir können Google Ad Grants machen, so viele verschiedene Sachen. Aber was mache ich denn jetzt wirklich davon? Und hier bin ich der Freund von minimalem Aufwand, maximaler Erfolg oder Ertrag. Das habe ich das Ganze jetzt hier in der kommenden Slide ein bisschen priorisieren werde, womit ihr in meinen Augen anfangen solltet und schon ziemlich viel erreichen könnt. Sprich, ich mache euch eine schöne Prioritätenliste, Step für Step, und auch eine grobe Zeitabschätzung, wie lange das denn dauern würde. Nicht schon alles durchlesen. Wir haben einmal die Maßnahmen. Der geringste Zeitaufwand ist eigentlich einmal und den ersten Punkt durchgehen, toastmasters.org/findtheclub. Einmal updaten, gucken, passt alles. Wenn alles passt, müsst ihr gar nichts machen. Das ist quasi eine Minute. Wenn ihr da halt alles ausfüllen müsst, dann kann es halt 5 bis 10 Minuten dauern. Ist aber eine einmalige Geschichte. Könnt ihr heute Abend noch schnell machen. Können wir sogar noch in dem Webinar machen. Dann Google My Business Account erstellen. Ich habe euch gesagt, ihr müsst euch da anmelden und dann müsst ihr wie ein Facebook-Profil halt einmal ausfüllen. Und dann ist das einzig Wichtige eben auch noch diese Verifizierung. Und es kann dann halt eine Woche dauern, bis die Postkarte da ist. Aber das einmalige Ausfüllen sind eben einmal 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch nehmt, wie viele Bilder ihr schon vorab hochladet. Aber das ist ja in jedem Social-Media-Kanal, nenne ich es mal, ähnlich. Dann ein Treffen bei Eventbrite als Event anlegen und dann eben als wiederkehrendes Event. Und ihr dann schon direkt sagen könnt, gut, wir treffen uns ja jeden. Ich mache das einfach mal. In meinem Fall habe ich das bis 2025, glaube ich, angelegt.
Ich denke, es reicht ja schon mal, aber ihr seht, das kann man sehr, sehr weit im Voraus machen. Man muss es eben einmalig machen. Und wenn es dann im Notfall eurem Nachfolger nächstes Jahr einmal zeigt, man das Ganze nämlich anpassen kann, Termin euch irgendwie trefft, man kann auch dann einzelne Termine wieder rausstreichen aus diesem wiederkehrenden Event im Nachhinein. Sprich, das ist eben eine einmalige Geschichte. Ihr legt das Event an, gebt die ganzen Informationen an und trotzdem könnt ihr dauerhaft über Events für das immer das, wieder, das nächste treffen. So zwischen der Stunde, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, wenn man das Ganze, wenn man eine Wissenschaft draus machen will, kann man sicherlich auch einen Tag damit verbringen, aber ich denke, keep it simple. Und natürlich, ihr habt auch unsere Seite als Abklatsch, nenne ich es mal, oder als Inspiration, schreibt, in 15 Minuten könnt ihr schon durch sein. Dann Updaten dauert offensichtlich nicht so lang, deshalb habe ich hier mal reingeschrieben 90 Minuten, denn man muss sich in der Regel auch noch mit der Software im Hintergrund zurechtfinden. Es gab vielleicht ein paar Tutorials, Webseite erstellen, dann ist das Ganze in 5 Minuten erledigt. Aber es ist auf jeden Fall deutlich komplexer als jetzt zum Beispiel bei Toastmasters.org die paar Felder da ausfüllen. Hier auf jeden Fall wichtig, erstmal updaten. Und wenn ihr dann sagt, wir haben noch keine, aber es macht, es ist, wie gesagt, ich empfehle es, dann kann es natürlich seine Zeit dauern. Und hier würde ich sagen, könnt schon mal mit 2 Wochen rechnen. Natürlich, wenn ihr 2 Wochen Urlaub habt, wird es sicherlich keine 2 Wochen dauern, aber wenn ihr das nur abends nach der Arbeit macht, für 1 Stunde jeweils, dann dauert es eben seine Zeit. Und dann noch, ihr seht hier, das ist die erste Aufgabe. Einmalig. Und ich persönlich bin ein Freund, was einmal zu machen und das quasi automatisiert, dass es einfach immer einen Effekt und Energie reinstecken muss. Weshalb ich persönlich die Social Media Beiträge, die Social Media Kanäle an die letzte Stelle hier von den Prioritätenliste gesetzt habe. Denn wie schon gesagt, die organische Reichweite ist in der Regel sehr begrenzt von potenziellen Interessenten, die eben noch nicht Freunde oder Likes, noch nicht Freunde sind von der Seite oder geliked haben. Und trotzdem muss man eben jeden oder regelmäßig, ich empfehle mindestens 2-mal pro Monat, so einen Beitrag erstellen. Da muss man das Bild raussuchen, man muss den Text weiter. Hier würde ich sagen, es dauert 1/2 Stunde pro Monat. Wenn man ein Social Media Profi ist, dann dauert es auch kürzer, ist ganz klar. Wenn man die Beiträge schon plant, man kann die auch im Voraus planen, kann man auch sagen, ich mache jetzt einmal in 3 Stunden halt für die nächsten 6 Monate das Ganze. Kann man sicherlich auch clever machen, dass man einmalig das reinsteckt. Aber hier ist es wirklich längerfristig bis jahrelang natürlich, je nachdem, bis eine Änderung zustande kommt, weil ihr an einem anderen Termin ihr euch trefft oder einem anderen Ort. Und hier ist eben jedes Mal aufs Neue. Deshalb ich euch das eigentlich erst empfehlen, wenn das andere steht. Soll in meinen Augen zuerst die anderen 4 Punkte durchgehen, habe ich das alles und dann eben regelmäßig auf den Social Media Beiträgen oder Kanälen dann eben posten. Jetzt wird es spannend. Jetzt heißt es aufschreiben. Da ist einmal das Ganze drin, was ihr hier jetzt gesehen habt, diese Präsentation. Und nochmal ein Handout, quasi die wichtigsten Punkte. Und ganz interessant, nochmal ein E-Mail-Vorlage, die den Mitgliedern angemeldet haben. Nochmal eine Info so vom VP Membership. Hey, schön, dass du da bist. Und nochmal die Infos. Und schon mal vorab ein paar Informationen, nochmal was die Benefits für Toastmasters. Und auch im Nachhinein nochmal so einen. Eine Vorlage, was wir den Mitgliedern schreiben, quasi, es hat uns gefreut, dass du da warst, du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen und hier vielleicht schon mal den Mitgliedsantrag, um mal reinzugucken. In der Regel hat man am Abend davor schon besprochen, dass es echt witzig von den Kosten und so sind die Leute eben auch nicht, fühlen sich auch nicht gezwungen, da jetzt direkt Mitglied zu werden, aber die nach dem ersten Treffen schon sagen, ja komm, bin dabei, die müssen dann nicht nochmal aktiv was machen und nochmal fragen, wie komme ich denn, kann ich überhaupt beitreten und so, ist alles zusätzlicher Aufwand, die man gern abkürzen kann. Unten seht ihr die Kontaktinformationen, jetzt sind wir auch außerhalb dieses Workshops, wenn ich euch helfen soll, darf, wie auch immer. Einmal gerne durchschicken.
Und dann, ich habe auch jetzt schon in einem anderen Vorstandstreffen, wurde ich quasi auch als externer Experte der Würme eingeladen, wo ich dann nochmal bei einem Club separat helfen sollte. Da haben wir Eventbrite vor allem besprochen, haben es mal angeguckt, auch deren Kanäle. Und da haben sie einiges rausgezogen. Das biete ich auch gerne an, wenn jemand sagt, ja, komm, zwar jetzt theoretisch weiß ich, was ich machen muss, aber wie geht es jetzt nochmal wirklich? Oder ist es jetzt wirklich so, wie es vielleicht sein sollte? Damit ganz zum Schluss nochmal in meinen Augen ein tolles Zitat. Und zwar, erfolgreiches Marketing ist eigentlich immer einfach. Es gründet auf solider Arbeit bei den Produkten, sprich und bei den Dienstleistungen, sprich bei uns bei den Abenden und am wichtigsten auf der Wahrheit. Sprich, man kann noch so tolle Werbetexte schreiben. Wenn am Ende das stimmt, bringt es euch nicht, wenn viele Gäste da sind, aber was ganz anderes erwarten, als ihr eigentlich bieten könnt. Deshalb bleibt bei der Wahrheit, sagt, was Toastmasters bieten kann, was eure Treffen bieten kann und informiert einfach die Leute über uns, über die Treffen, über die Infos, wann es stattfindet und dann wird das Ganze, werdet ihr die positiv gestimmt, gegenseitig unterstützend, das reicht vollkommen aus. Danke, damit sind wir mit dem Part durch und erstmal, wo hier kann ich stoppen, es war viel Input, wir machen kurz bis 20.40 Uhr eine Pause, sie geht da kurz an die frische Luft, kann was trinken, kann sich das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen und im Anschluss würde ich eine Q&A machen, sodass ihr jetzt auch noch mal Zeit habt zu überlegen, was ihr denn vielleicht fragen wollt, was jetzt für euren Club relevanter erscheint, sodass wir dann nach dem Q&A vielleicht sogar noch auf eure spezifische Webseite oder auf euren YouTube-Kanal oder auf euren Facebook-Kanal und so weiter gehen können und dann wirklich quasi am Live-Beispiel nochmal arbeiten und dass jeder am Ende rausnimmt, was setzt sich davon jetzt direkt um und nicht nur sagen, ja, das war richtig viel toller Inhalt, aber umsetzen, hat man es wieder vergessen in der Woche oder zwei. Gut. Pause bis 20.40 Uhr und bis gleich. Dann beenden wir die Pause. Achso, ja klar. Willkommen zurück zum Part nach dem PowerPoint. Und zwar die Q&A-Session. Sofern ihr Fragen habt, dürft ihr sie nun stellen und ich gebe euch meine Meinung dazu. Wer möchte einfach die Hand heben oder losquatschen? Christina. Hallo, erstmal vielen Dank für diesen hervorragenden Vortrag, der mir viele Inspirationspunkte schon mitgegeben hat. Dankeschön. Meine Frage bezieht sich nochmal auf Fotos. Ein Tipp war ja von dir gerade für Facebook-Posts oder ähnliches. Mach doch einfach ein Foto von jedem Treffen und dann habt ihr schon was ihr posten könnt. Ja. Wie ist das mit der rechtlichen Seite? Also ich habe Webseite, ich habe dann eben alle Anwesenden gefragt, ist es okay, ist es für die Webseite? Ich habe jetzt aber nichts Schriftliches eingeholt. Mhm. Und auch von dem Treffen, das wir mal außerhalb der Clubräume hatten, einfach mal so eine Art Sommertreffen, habe ich Fotos gemacht und alle nochmal ganz explizit gefragt, ist es in Ordnung, wenn das auf Facebook erscheint? Mhm. Bis zum Punkt, wo es alle genervt hat. Aber ich gebe zu, ich war mir da einfach unsicher. Ja. Also. Was würdest du sagen zum Thema Fotos und was muss man noch beachten bei Abfragen von in Richtung Datenschutz? Ja. Man kann das Ganze sicherlich bis ins Extrem treiben. Ich bin ein Freund davon, das Ganze noch praktikabel zu machen und trotzdem die Regeln so gut es geht einzuhalten. Weshalb wir das so machen, vor jedem Gruppenfoto, sei es hier jetzt so hier ein Screenshot von allen, die hier anwesend sind oder auch eben im Live-Treffen, sagen wir, wir machen jetzt ein Gruppenfoto. Wir sagen, wo wir es reinstellen, in unserem Fall auf Facebook und Instagram. Wir sagen, wir nutzen es eben nur quasi, um Leuten zu zeigen, was wir für tolle Treffen haben, soll die Energie rüberkommen. Und jeder, der nicht auf diesem Foto sein soll, der geht im Live-Treffen jetzt kurz auf die Seite, dass er nicht mit auf dem Foto ist. Und im Online-Treffen hier ändert er seinen Namen und macht seine Kamera aus. Und dann, das eben explizit sagt, es ist okay. Und die Leute, die es nicht okay ist, die gehen halt kurz auf die Seite. Dann hast du eigentlich die Leute, die sich potenziell beschweren könnten, dann sind die gar nicht auf dem Foto drauf. So lösen wir das. Gut.
Mhm. Hat sonst noch jemand Fragen? War was unklar am Vortrag oder auch einfach anders, wie wir am Anfang schon Fragen hatten, sei es mit YouTube oder was der Wolfgang für Fragen hatte. Ich weiß bloß nicht, ob er jetzt schon wieder zurück ist aus der Pause, aus seiner Pause. Gibt es da etwas? Gegebenenfalls eine Ergänzung tatsächlich. Mhm, und zwar hast du My Business erwähnt. Und du kannst My Business natürlich auch nutzen. Das ist so ein bisschen ein Überbleibsel damals noch von Google Plus. Und zwar kannst du Beiträge erstellen. Und diese Beiträge durchaus auch in diesen Suchen. Und ich sag mal, alles, was ich mit Google mache, und dazu gehört halt auch YouTube und so weiter, zahlt auf Google ein. Weil Google ist da so ein bisschen, ja, also ich sag mal so, Google belohnt mich, wenn ich ganz viel mit Google mache. Und insofern auch das zahlt auf mein Suchranking ein. Und dementsprechend ist es da auch gut, wenn ich eh gerade dabei bin, Social Media Posts zu machen, auch mal eben kurz mein Business, in meinen My Business Account reinzugehen und auch da einen Beitrag zu erstellen und den halt zu veröffentlichen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Stimme ich dir voll und ganz zu. Wobei es in meinen Augen umso wichtiger ist, je mehr andere Clubs es noch in eurer Stadt gibt. In unserem Fall gibt es nur uns oder den englischsprachigen Club. So heißt, die Leute kommen so oder so, finden sie zum einen uns und zum anderen, jeder, der dann Deutsch sprechen möchte, kommt notwendigerweise bei uns. Aber natürlich, wenn wir jetzt überlegen, Frankfurt oder München oder Stuttgart oder Berlin, wo es ganz, ganz, ganz viele Clubs gibt, da heißt es dann nicht nur, die Leute müssen aufmerksam werden auf Toastmasters, sondern die müssen natürlich auf euren Club aufmerksam werden. Und da ist einfach so, je höher ihr im Ranking seid, desto wahrscheinlicher ist, dass die Leute auf eure Webseite kommen und nicht bei einem anderen Club. Deshalb hier dann der Tipp von Christian umso wichtiger wird. Wobei das schon toll ist, wenn Leute mehrere Angebote haben. Unser Eindruck ist immer, wenn einer bei einem war und dann noch in den zweiten geht, wenn man einen guten Club hat, kommen, also klingt jetzt so blöde dem anderen gegenüber, aber wenn der eigene Club gut ist, dann kommen die häufig zurück und die sind viel begeisterter als die, die gleich beim ersten Mal kleben bleiben. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man vor allen Dingen zu sehen ist. Ja. Und ja, vielleicht noch eins, es soll auf District-Seite eine Verlinkung geben, wo ihr dann zumindest einen Backlink habt, wo also die ganzen Clubs als Liste drin sein sollen. Und da kann man seine Webseite wieder hinterlegen. Links sind ja immer noch bei Google auch so eine echte Währung. Insofern wäre das vielleicht auch noch so ein Tipp. Auf jeden Fall. Da weiß ich auch gar nicht, Frage an Katharina, verlinkt ihr automatisch alle Clubs auch über den District oder muss man da aktiv auf euch zugehen und sagen, ey bitte? Das ist gerade noch so ein bisschen ein Thema. Wir sind dabei, uns zu überlegen, ob wir auch nochmal den Anbieter der Webseite wechseln, da wir aktuell etwas Probleme haben, die überhaupt aktuell zu halten, weil es eben auch nicht so intuitiv ist. Das nächste ist, es hat aktuell auch nicht jede Division eine eigene Webseite. Ja. Und das wären natürlich die ersten Baustellen, um diese Verlinkung zu den Clubs nachher auch optimal wieder abbilden zu können. Okay. Ich hatte mal angeboten, das auf meiner Webseite zu machen. Das wollte aber damals der Tobias Schlosser auf gar keinen Fall. Okay. Da gab es eine große Diskussion. Wenn ihr das wollt, mache ich das immer noch, weil dann hätten wir es einfach, ja? Ich nehme es sehr gerne mit, Ricke. Super. Dann, wenn es keine Fragen gibt, würde ich hätte noch eine Anmerkung zu deinem Thema zu Meetup. Das natürlich, wenn man nur auf Ich gehe dahin klickt, vielleicht nicht das Commitment so groß ist. Was wir noch machen, ist, dass unser VPPR die Leute proaktiv nochmal anschreibt. Und damit kriegst du natürlich auch schon mal so ein bisschen Gefühl, ist der wirklich interessiert, kommt der tatsächlich und eben diese Verbindlichkeit etwas mehr rein. Das ist ein sehr guter Tipp, ja. So machen wir das auch. Also seitdem ich das Meetup betreue, nehme ich jeden, der sich anmeldet, sofort in Kontakt. Das heißt, ich stelle mich kurz vor, sage, wo wir uns treffen, wann wir uns treffen und dann kommt meistens auch eine Rückantwort mit vielen Dank für die Information und da kommt man schon in Kontakt mit den Personen und dann kommen die Leute auch direkt auf mich zu und sagen, hallo, mit dir habe ich schon geschrieben. Das ist eine ganz andere Verbindung, als super, nur einfach mal die Leute kommen zu lassen, ohne irgendeine Reaktion von uns. Super. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass dann eben jemand direkt einen Ansprechpartner hat und dann auch direkt weiß, stimmt, wenn er dann beim echten Treffen ist, Bianca, stimmt, mit dir habe ich ja schon geschrieben, dann seid ihr auch direkt im Gespräch. Natürlich, sofern man sich die Arbeit macht, ganz klar. Und eben auch den finanziellen Aspekt hat. In meinen Augen ist es halt so, dass Eventbrite und Meetups sehr ähnlich ist und Eventbrite quasi die kostenlose Alternative ist, wo ohne zusätzlicher
Anschreiben jedes einzelnen Mitglieds mehr Leute noch vorbeischauen. Und so, wenn du jetzt zwischen beiden entscheiden müsstest, würde ich Eventbrite wählen. Wenn man aber sagt, wir machen so viel wie möglich, denn jeder Kanal hat natürlich hat das Potenzial, Mitglieder anzuziehen, ist Meetup auf jeden Fall auch einer der Punkte, die mehr bringen, als einen Facebook-Post zu machen. Ich habe mit dem Club aus Würzburg gesprochen und die haben mit Meetup das probiert und die haben Eventbrite ausprobiert, also wir haben uns halt kurz ausgetauscht und die haben mit Meetup überhaupt gar keine Resonanz gehabt, weil in Würzburg einfach Meetup kein Thema ist. Ja. Also es ist immer Eventbrite. Ja. Und ich kann sagen, dass Nürnberg sowohl das eine wie auch das andere hat und dadurch, dass viele große Veranstaltungen über Meetup laufen, ist Meetup sehr gut. Ja, kann ich uns Wir haben auch beides ausprobiert und ich kann das Gegenteil einfach erzählen. Bei uns hat Eventbrite gar nicht gegriffen. Deswegen, ich glaube, da muss jeder auch seine Erfahrung machen und gucken, was funktioniert. Und wie du auch schon gesagt hast, Timo, wir können es uns halt teilen, dadurch, dass in Stuttgart mehrere Clubs sind. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht jetzt mit Corona, dass die zwei englischsprachigen Clubs jetzt einen Meetup-Account sich teilen und die deutschsprachigen Clubs einen separaten haben, um da zumindest sprachlich konsistent zu bleiben. Ja, ja, also im Marketing ist immer so, die Daten sagen am Ende Effekt mehr, als nur zu sagen, das ist pauschal gut. Denn so gut es in der einen Stadt funktioniert, ich weiß, bei Meetup ist es so, wenn die Stadt zu klein ist, wird es kaum genutzt. Jetzt Würzburg ist deutlich kleiner als Nürnberg. Bei uns ist genauso, dass Karlsruhe deutlich kleiner ist als Stuttgart. Von dem her, je größer die Stadt, denke ich, desto populärer sind es auch so App wie Meetups und dann hat es eben das Potenzial. Deshalb ausprobieren. Nur wenn ihr eben sagt, wir sind so knapp bei Kasse, was das Budget angeht, dann sage ich, ihr müsst nicht zwingend die 10 Dollar werden jetzt nicht darüber entscheiden, ob euer Club Cashtab bekommt oder nicht. Da habt ihr genug kostenfreie Alternativen, die genauso gut funktionieren. Wobei auch da kann man sich ja wieder den Account teilen. Wir haben das in Berlin jetzt auch so gemacht, dass dann drei Clubs, drei Treffen kann man ja maximal damit spielen, drei Gruppen. Dann teilen sich drei den Account, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so viel Geld. Klar, genauso wie jeder Club hat jetzt irgendwie das Geld gefunden, sich einen Zoom-Account zuzulegen. Sprich, Wohnwillig ist ein Weg, ganz klar. Keine Ahnung, je nachdem, wie halt der Club gestrickt ist oder der Vorstand, der sagt, wir geben kein Geld aus, Marketing oder das Öffentlichkeitsarbeit ist schon deine Aufgabe und du versuchst jetzt irgendwie über alle kostenlosen Veranstaltungen, Aktionen, Kanäle das erstmal zu machen, dann sage ich, wenn das für euch eine Hürde sein soll oder ein Grund, das Ganze nicht auszuprobieren, dann müsst ihr nicht zwingend, dann wird die Welt nicht untergehen für euren Club. Super. Jetzt kurze Abstimmung. Und zwar habt ihr denn noch Lust, erstmal in Zweiergruppen gegenseitig eure verschiedenen Kanäle anzuschauen und zu überlegen, was fange ich an und muss ich denn vielleicht überhaupt was machen oder ist es schon perfekt? Und dann können wir quasi das Ganze auch nochmal gemeinsam anschauen, sodass wir voneinander lernen von dem aktuellen Ist-Zustand. Würde ich vorschlagen, ein Handzeichen, wenn ihr das für interessant haltet, jetzt noch direkt an eurem Club zu arbeiten und die Hand unten zu lassen, wenn ihr sagt, boah, so ein langer Abend schon, fast 90 Minuten, das reicht's auch, dann dürft ihr natürlich auch gerne das als Feedback geben. Deshalb, wer hätte Lust? Oh Gott, welches Handzeichen möchtest du denn jetzt? Nur das Handzeichen, wenn ihr Lust habt, noch am Live-Beispiel zu arbeiten. Dann ja. Super. Sehr schön, Wolfgang ist zurück. So sieht es aus. Dann würde ich, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die Möglichkeit, Breakout-Sessions zu erstellen? Ich kann weiß ich nicht, aber ich kann dich sehr gerne zum Host machen, weil wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich auch ausklinken und noch zum nächsten Termin gehen. Ja, klar. Und dann mach mich zum Host und mal gucken, was passiert.